Hallihallo, Hallöchen, ihr Lieben, wir sind wieder da. Wir haben auch mal wieder Gesellschaft, aber immerhin keine Feinde. Wir hatten vor, jetzt den Kiel für unser, ich sag mal, Großkampfschiff zu legen. Die Frage ist, wie machen wir das? Dass uns das nicht abhaut, dass wir nicht zuerst irgendwas anderes machen müssen. Ich würde fast sagen... Wir legen hier erstmal einen Bereich raus. Ne? Machen hier so eine Art Ausleger. So, ich habe keine Stahlplatten mehr, das ist aber nicht schlimm. Dass wir das da dann dran bauen. So, also, Frachtcontainer, ja. Ich wollte das hier mal alles weglegen. Und dann können wir auch mal kurz ein bisschen sortieren. Frachtcontainer. Wo ist denn der zweite große? Hier ist der zweite große. So. Und zwar, dass wir da jetzt wirklich hier Komponenten reinpacken. Nur. So, auch für Laser und so weiter. Darf da auch mit rein. Diese Sachen dürfen da ruhig alle mit rein. So, und dann haben wir hier nämlich nur noch dieses große Gedöns. Ihr seht schon, worauf ich hinaus will, dass hier dann nur Materialien rumliegen. Und Waffen und Werkzeug und so. Und wir hier wirklich die verwendbaren Komponenten haben. So, und zwar werde ich jetzt aber auch die Lasersachen erstmal hier an die erste Stelle packen, weil wir die am wenigsten brauchen. Und dann komme ich auch mit der Sortierung von dem anderen Zeug nicht durcheinander. So, und dann fangen wir an. Stahlplatten, diese Platten, die Gitter. Kleine Rohre, große Rohre. Herstellkomponenten, Computer, Anzeigen, Motoren, Panzerglas. Spezielles Stahl. So, und dann haben wir hier Reaktorkomponenten. Moment, das sind noch die. Komponenten. Ja, Sprengstoff ist ja auch sowas wie eine Komponente. Passt schon. So, dann haben wir hier so ein bisschen Sortierung drinne. Dann... Genau, dann können wir hier schon mal Kies, das hier alles mal ein bisschen auf 1 bringen. Den ganzen Kies da rein, Stein da rein. Da würde ich sogar sagen, da fangen wir mit an. Und dann hier Eisen, das und... Da mal gerade gucken. So, Eisen, Silber, dann Uran. Dann das Zeug. Hier ist noch ein paar Reste. Das müsste jetzt nach vorne. Aber er setzt das ja leider nicht dazwischen. Er setzt das immer, er überschreibt das immer. Ich kann das nicht hier irgendwie zwischensetzen. Da dann rutscht der Stein nach hinten. Das ist... ein bisschen Kappes, das ist so nicht geplant gewesen. Egal, machen wir so. So, dann räumen wir mal das Schiff weiter aus. Platin kann hier auch noch hin und Stein natürlich. Wir haben viel zu viel Stein. Eisen, Uran...
Ich räume hier mal ganz gezielt einfach mal die anderen Frachtcontainer aus, damit wir ein bisschen Überblick haben, was wir noch haben und was nicht. Das ist jetzt kurz ein bisschen nervig, ich weiß. Aber das müssen wir machen. Ich will nämlich bitte ein bisschen Überblick behalten über die Materialien. So, dann haben wir hier noch Nickel, dann haben wir hier noch Uran. Noch mehr Stein, noch mehr Eisen. Da. So, da haben wir noch Eis. Platin. Noch mehr Kies. Noch mehr Stein. Noch mehr Eisen. Gold. Gold habe ich hier noch nicht. Silber, Gold. Moment, das machen wir zum Schluss. Stein. Dann machen wir Eisen und Kobalt. Und Nickel. Dann kommen seltenere Sachen wie Magnesium und Uran. Und dann machen wir... Nickel, Moment. Magnesium und Uran. Und dann machen wir Silber, Gold, Platin und Eis. So. Das noch. Dann hier so ein bisschen nach Wichtigkeit mal sortiert. Und Stein und Uran. Magnesium. Nickel. Platin. Stein. So, dass wir hier mal ein bisschen Ordnung reinkriegen und auch einen Überblick behalten, was wir noch wovon haben. Die Oxygenerator dürfen natürlich bestückt bleiben, selbstverständlich. Raffinerie natürlich auch. So. Stein. Ah, Moment. Das muss ich andersrum machen, ne? Dann muss Stein als allerletztes hier hinter Eis. So. Dann muss Stein hier als letztes hin. Sonst packen die Dinger hier immer wieder Stein rein. Kies. Stein. Kies. Stein, dass wir das hier mal ein bisschen rauskriegen. Stein haben wir viel zu viel. Das muss jetzt nicht alles noch verarbeitet werden. Kies. Ba-ba-ba-ba. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir auch noch Stein. Das ist auch nicht mehr nötig. Noch mehr Kies. Moment. Hier haben wir noch große Rohre. So, das sind Montagelager. Hier im Verbinder haben wir noch... Oh, guck mal. Herstellungskomponenten. Eisen. Kies. Silizium. Magnesium. Nickel. Kobalt. Und Motoren. Schau mal einer an. So, hier haben wir auch noch Stein drin. Das muss auch nicht da rein. Kies haben wir da auch ein paar Tonnen drin. Hier in den großen Raffinerien. Und dann haben wir jetzt tatsächlich... So, zeige alles nicht leer. Die Oxys sind bestückt. Raffinerie bestückt. Raffinerie bestückt. Raffinerie bestückt. Raffinerie bestückt. Raffinerie bestückt. Raffinerie auch bestückt. Die Raffinerie auch. Montageanlage, da ist ein bisschen Gedöns drin. Das darf. Das darf da auch. Da bin ich ja gerade am Sortieren. Und so. Jawohl, dann haben wir hier alles tatsächlich mal auseinander sortiert und alles in den zwei Frachtcontainern. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das passt, aber es geht.
So, sehr, sehr schön. Dann können wir Produktion. Wir werden einiges an Stahlplatten brauchen. Von daher würde ich sagen, machen wir erstmal so 10.000 Platten. Und wenn die fertig sind, sehen wir weiter, ne? So, 9.000, 10.000, passt schon. So, da kann er erstmal 10.000 Platten herstellen. Und ich glaube, das hatten wir. Hatten wir es abgebrochen oder hat das fertig gemacht? Das hatten wir abgebrochen, ne? Wir brauchen hier noch Munition. Die können wir gerade auch erstmal noch fertig machen. Nickel, Magnesium, müsste alles da sein. Ja, kriegen wir. In den Montageanlagen. So. Das erstmal hier hin. Und, also. Ach so, stimmt. Die werden von hier direkt weggenommen. Für Gatling. Warum ist das ein orangenes Geschütz? Ach so, nicht leer. Viele hiervon sind tatsächlich leer. Das wollen wir aber nicht. Früher wurde das mal gleichmäßig verteilt, automatisch. Warum jetzt nicht mehr? Warum muss ich das jetzt manuell verteilen hier? Das ist doch bescheuert. Der verteilt das nur auf den beiden. Und auf dem einen. In den anderen sind nur die fünf drin, die ich reingepackt habe. Seit wann funktioniert das denn auch nicht mehr? Die haben doch so viel eigentlich geupdatet und verbessert hier. Deshalb habe ich meine zweite Staffel gestartet. Und das wisst ihr. Das geht ja gar nicht. Eigenartig. Sehr eigenartig. Aber nicht schlimm. Nicht schlimm, wir werden so erstmal klarkommen. So, ach, jetzt habe ich gar kein Eisen mitgenommen. Das war natürlich nicht Sinn der Sache. So, hier wollen wir selbstverständlich erstmal ein paar mitnehmen hier. So, 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 so. Und jetzt müssen wir leider noch mal ein bisschen okay, so ist natürlich top. Ich habe einfach gerade okay, ich habe keinen Platten mehr. Das ist natürlich cool. Man kann so die passende Geschwindigkeit auswählen und dann einfach hier die Trägheitsdämpfer ausschalten. Und in dem Moment, wo du die ausgemacht hast, fliegt er einfach in der passenden Geschwindigkeit, um alles fertig zu schweißen, immer weiter. Das ist natürlich cool. So. Ping, ping, ping. Ich muss nur gedrückt halten. Super. Okay. Dann haben wir das fertig. Eins ist aber zu riskant, würde ich sagen. Einer ist zu riskant. Weil wenn da irgendwie ein Asteroid, irgendwie ein Meteorschauer einschlägt und wenn da ein Meteorschauer einschlägt, hast du ganz schnell das Problem, wenn der das abschlägt, dann verlieren wir unseren Bauplatz. Und das wäre echt ärgerlich. Vor allem verlieren wir dann auch alles, was wir vom Schiff schon gebaut haben. Und das möchte ich ja natürlich nicht haben. Das wäre sehr, sehr fatal.
Warum arbeitet die zweite Montageanlage nicht mit? Ach, die hat noch... okay, lassen wir. Das müsste aber gehen. Ja, alles klar. Die war noch Sachen am Produzieren hier, die da nicht hingehörten. Das machen wir in naher Zukunft, dass wir mehr Uran und so fördern. Da kommen wir aber erst noch zu. So. Dann hier vollpacken und weiter geht's. Ja, genau die meine ich. Die Meteoritenschauer. So. Und hier dann... Ja, machen wir auch erstmal langen Hafer weg und gucken mal, wie es so weitergeht. So, wie weit muss ich denn? Ein Stückchen noch, glaube ich, oder? Ja, nicht viel. So. So, dann huschen wir hier noch einmal dran lang. Nicht, dass irgendwas übersehen wurde. Da war noch eine Kleinigkeit. Und dann war's das. Jawohl. Perfekt. So, jetzt ist die Frage, wie groß machen wir unser Schätzelein und womit fangen wir an? Eigentlich würde ich hier sowas wie einen Anfang machen, wie Cockpit oder Heck oder so. Aber da müssen wir gucken, wie viel Platz wir brauchen. A, für die Triebwerke und ähnliches. Und B, vorne fürs Cockpit, da kann man ja noch nichts, da kriegen wir den Reaktor nicht hin und so weiter. Ich glaube, ich würde gern hier mit der Mitte anfangen. So doof es klingt, ich würde hier gerne die Mitte platzieren. Also, dass wir hier das Schiff... Moment, ich gehe mal kurz auf ein bisschen Abstand, damit ihr wisst, was ich meine. Dass wir das Schiff hier längs hinbauen. Ne? So längs. So lang. Ein Hafer weg. Das heißt, hier ist die Mitte. Da meinetwegen vorne. Hier ist hinten. Und so. Und dann hier meinetwegen mit der Backbordseite hier angedockt lassen, sozusagen. So, weil... Dann können wir nicht die Länge, sondern als erstes entscheiden wir dann, ich sag mal, den Durchmesser. Dann entscheiden wir in der Tat zuerst den Durchmesser. Was eigentlich relativ egal ist für die Konstruktion. Aber der Vorteil, in der Mitte zu beginnen... ergibt sich zumindest für mich jetzt gerade aus der Situation heraus, dass wir im Prinzip mit so etwas wie, dass wir im Prinzip mit sowas wie einem Hangar und Generatorraum und so anfangen können, was ja mehr so in der Mitte und so ist. In der Mitte oder Mitte hinten. Weil, dann würde ich nämlich direkt einen Hangar bauen, wo auch unser Schiffchen rein kann. Also unser, ihr wisst schon. Das Schätzelein, was hier noch rumsteht. Unser Bohrschiff. Und halt ein großer Generator kann hier schon rein. Dann haben wir auch den Vorteil, dass das Schiff bald eine eigene Stromversorgung hat. Und dann könnte man selbst an das nicht fertige Schiff... könnte man dann... bereits Triebwerke setzen. Und es im Notfall hier wegbewegen. Energy low. Oh. Wir haben keine Energie mehr. Ich muss mal gerade tanken. So. So,
Ja, das hier ist alles Stütze. Ich hätte das mal gerade ein bisschen anders färben sollen. Das mache ich mal gerade. Ich färbe das mal gerade, damit ihr seht, was Baustelle ist und was Schiff wird. Das Schiff lasse ich erstmal in Grau. Das können wir später immer noch anders einfärben. Was weiß ich, weiß mit ein paar schwarzen Verzierungen oder irgendwie oder umgekehrt. Keine Ahnung. Da gucken wir dann mal. 7. Farbe. So. So. Bis hierhin ist Baustelle. So. Und schwatt. Machen wir klassisch im Baustellen-Look hier. Muss nicht schön sein, nur funktionell. So, ne? Das ist unsere Baustelle und ab da ist es Schiff. Nur zwecks der Erkennung. Das hier ist also Schiff. Wo vorne, wo hinten ist, werden wir noch entscheiden. Das wird aber auf jeden Fall ein bisschen was Größeres. Weil wir wollen ja allein in den Hangar unser Bohrschiff reinsetzen. Und das Bohrschiff soll nur einen kleinen Teil des Hangars einnehmen. Ja, ihr hört richtig. Das Bohrschiff soll nur einen kleinen Teil des Hangars einnehmen. Ich war schon immer größenwahnsinnig und deshalb macht mir dieses Spiel auch so wahnsinnig viel Spaß. Ich hoffe, euch stört das nicht, sondern ihr nehmt es mit Humor. So, 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 so. Und ich habe schon wieder... Das gibt's doch nicht. Ich glaube, ich muss mehr als 10.000 anstellen. Ich habe ja jetzt schon 1.000 irgendwie 2.000 verbraten. Montageanlagen. So, hier können wir den Rest schon mal wieder rüberpacken. Produktion, ja. Ja, das, ja. Kann ich. Das sind einzelne. Rechtsklick geht gar nicht. Das sind 10er-Schritte, 100er-Schritte. Kann ich. Ja, so kann ich 1000er-Schritte machen. Alles klar. So, 50.000. Alles klar. Da muss ich Shift und STRG gleichzeitig drücken. Okay, könnt ihr euch für eure Runden dann auch merken, falls ihr es noch nicht wisst. STRG sind 10er-Schritte, Shift sind 100er-Schritte und STRG und Shift sind dann 10 mal 100er-Schritte, also 1000er-Schritte. So. Das geht dann besser. Alles klärchen, so, 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 fertig. So, Schiff fertig gebaut. Ja, also wenn ich so gucke... Würde ich sagen, das könnte der Hangar werden. Von der Höhe her. Breite weiß ich noch nicht. Ich bin echt irre. Egal, wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. So. Wird das dann wirklich ungefähr der Hangar? Wie groß ist denn das Schiff? Ich muss mal gerade jetzt... Ich muss mal gerade ein paar Sachen messen. Moment. Nein, hier. Ja, da passt keins mehr vor. Okay. Und dann hier... Ja, das entspricht ungefähr der Schiffslänge. Es steht ein bisschen schräg, ich weiß, aber ist egal. Das ist ungefähr die Schiffslänge. Und das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. Das sind 9 Blöcke, das sind nicht mal 10. Ein Block sind 2,5 Meter. Ein Block sind 2,5 Meter. 10 wären 25. 22,5, also so, ja, 22 Meter hat das Schiff. Das ist auch jetzt nicht viel. Alter! Was zerballert sich denn hier gegenseitig? Was soll der Scheiß? Ich hatte Subcrit Damage ausgeschaltet und Friendly Fire, Friendly Fire Waffenschaden. Das ist doch nicht euer verdammter Ernst hier. Das ist doch jetzt wohl echt nicht euer Ernst. Was war das denn jetzt hier? Wer hat denn hier so rumgeballert jetzt? Ich glaub's ja wohl. Da sind noch ein paar Einschusslöcher. Kriege ich aber nicht so vernünftig raus. Doch, jetzt sind sie raus. Alter, was? Da holzt der hier erstmal quer über das Schiff drüber. Ich glaube, es hakt. Da muss ich ja gleich nochmal bei den Einstellungen gucken. Also eigentlich hatte ich Friendly Fire hier aber ausgeschaltet. Ich glaube, es hackt. Da ballert das eigene Schiff sich hier kaputt. So weit kommt das noch. Hat lange genug gedauert zu bauen, ich glaub's wohl. So. Also. Wir sind schon wieder bei der falschen Farbe. Und durch die Konstruktion schon wieder bei der falschen Größe. So. Dann, also 10 sind 25 Meter. Ein Hangar sollte ein bisschen was größer sein, ne? Auch für ein Raumschiff. Was haltet ihr von einem Hangar von 50 mal 125 Meter? Oder wäre das zu übertrieben? Ich bin nicht schlüssig. Wow, Hilfe! Alter, ihr holzt doch gleich wieder, wer weiß wohin. Na, zumindest sind sie alle aufmunitioniert, wie wir jetzt sehen, wa? Boah, Mann. Gibt's ja nicht. Oh. So. Also, erstmal generell, egal ob das jetzt noch Panzerung wird oder Außenhaut oder sonst was. Warte mal, wie machen wir den Hangar überhaupt? Machen wir den unterhalb, dass man von unten reinfliegt? Von oben? Von der Seite? Wisst ihr was? Das überlege ich mir bis zum nächsten Mal. Wir sind nämlich schon so ziemlich wieder am Ende. Ich überlege mir beim nächsten Mal, wie ungefähr der Hangar aussehen wird und welche Größenordnung wir nehmen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich parke mich mal gerade hier im gemütlichen Sitz, wo wir dann gucken können. Das sieht natürlich auch lustig aus, ne? Jetzt sitze ich gerade im Schiff. Wir bauen das Schiff längs quer nach oben. Wir sitzen seitlich am Asteroiden. Ja, im Weltraum ist immer oben, von wo aus man gerade will. Okay, ihr Lieben. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, morgen oder Abend. Beim nächsten Mal sehen wir uns hier wieder. Und dann eröffne ich euch, was mir so vorschwebt und von wo aus ich überlege, den Hangar befliegbar zu machen. Also, macht's gut. Ciao.